Die Streuobstwiesen um Burg Bernheim sind schon was Besonderes. Ein riesiger Bestand. Die Maulbeerbäume sollen sich dazu gesellen. Ernst Grefig, Stadtgärtner hier seit über 30 Jahren, und andere Baumfreaks möchten sie in der heimatlichen Kulturlandschaft etablieren. Du bist Herr über wie viele Obstbäume? 30.000 Streuobstbäume ungefähr, lauter verschiedene Obstarten, die wir halt haben. Äpfel, Bönnen, Zwetschgen. Und jetzt möchtest du aufstocken damit? Naja, mit der Maulbeere, habe ich gehört. Wir merken es ja seit einigen Jahren oder Jahrzehnten, kannst du schon sagen, dass sich das Klima einfach verändert. Und dann habe ich gesagt, gut, ich habe das schon gewusst als Gärtner, was es ist, aber dass die so gut was aushält, die Trockenheit, unsere Klimaveränderung. Und man sieht es ja am Fruchtbehang, hängt richtig gut voll. Manchmal ein bisschen spätfrostgefährdet, treibt aber wieder willig aus. Also die soll sich jetzt bei uns einbürgern? Die ist schon ein bisschen eingebürgert. Ich sehe es ja, dass Leute auch immer mehr nachfragen und die entweder in Hausgarten oder sogar in Streuobstwiesen pflanzen wollen. Ernst Grefig stellt zum Rasten Bänke aus Maulbeerholz an die Wege, auf denen Einheimische und Besucher durch die Streuobstwiesen wandern können. Und überhaupt tut er alles, was das Bekanntwerden des Maulbeerbaums fördert. Da ist er nicht allein. Er hat viele Mitstreiter, die ich noch kennenlernen werde. Im Nachbardorf Marktbergl hat der Klaus Henninger, der ihm die Bänke schreinert, natürlich auch einen Maulbeerbaum hinters Haus gepflanzt. Hoffe ich doch, dass wir mal richtig ankommen. Werden wir noch dies Jahr machen. Ja, okay, alles klar. Dem Hobbyschreiner hat er schon wieder Holz für was Neues gebracht. Da schau her, was der mir bringt. Ganz krumme Sachen. Die sind krumm wie Schliedenkuchen. Eins nach dem anderen. Das ist Maulbeer, oder? Das ist Maulbeer. Das hat er wieder irgendwo aufgearbeitet. Dann bringt er mir's, dann sagt er, mach was draus. Maulbeer ist ja ein super schönes Holz, das muss man ja schon sagen. Ne? Ja, schön und recht hart ist es. Klaus Henninger hat noch ein gerades Bretel gefunden für eine weitere Bank, die er für Freund Ernst schon wieder machen muss. Der hat der Tochter des Hauses ein paar Maulbeeren mitgebracht. In der Küche drüben probiert Christina Göss was aus mit den reifen, saftigen Früchten. Ich werde jetzt einfach versuchen, da was Schönes draus was zu machen. Was hast du dir vorgestellt? Ich habe mir vorgestellt, vielleicht könnten wir da wie so ein Maulbeerpüree machen, wo ein bisschen eindickt. Und dann kann man da das gut zum Pfannkuchen oder irgendwie dazu essen. Was brauchst du jetzt hier? Ich brauche einfach meine Beeren. Genau, dann geben wir mal einen Zitronensaft dazu. Dann tun wir noch ein bisschen an Zucker mit rein. Und das Ganze dicken wir jetzt mit einer Steige noch an. Aber du musst es nicht erhitzen. Ich habe mir jetzt vorgestellt, es wird ein kalt gerührtes Püree. Und wir erhitzen es nicht. Es hat halt einen Nachteil, es ist nicht ganz so lange haltbar. Genau. Das wird gleich gießen. Aber die Farbe ist auch total genial. Und das darf man jetzt dann probieren, der Ernst? Das dürft ihr jetzt dann probieren. Da gibt es jetzt dann noch einen guten Pfannkuchen dazu. Und der ist gleich fertig. Das frische, kalt gerührte Maulbeerpüree macht sich eingerollt ganz gut im Pfannkuchen drin. Die Kernel aus den Früchten spürt man beim Essen gar nicht. Probieren wir mal, wie es schmeckt. Unvergleichlich gut. Ganz eigen. Eben nach Maulbeer. Und nach dem kleinen Genuss geht's gleich wieder weiter. Fein. Ernst Grefig kennt jedes Maulbeergewächs in der Nähe. Neben dem jüdischen Friedhof in Ermelshofen stehen auf Kopf geschnittene Maulbeerbäume, gepflanzt in der NS-Zeit zur Herstellung von Seide für die Fallschirmproduktion. Maulbeerblätter sind die Nahrung der Seidenraupe und Seide wollte man damals im großen Maßstab herstellen. Theo, wann hast du dies letzte Mal geschnitten? Vor 2 Jahren. Von Theo Reinhardt so geschnitten, wachsen viele Triebe mit frischen Blättern. Damals war die Seidenproduktion schnell beendet. Und wann hat die dein Großvater gepflanzt? Wann war ich denke 38. Sowas. Aber man sieht schon, ich meine, dass die seit 1938 stehen und dass die immer wieder gepflegt werden. Für mich eine super Sache. Und da oben die Blätter, das war das, was jetzt verfüttert worden war. Genau. Das muss man sagen, es ist klassische Rüstung. Es ist ja einzig und allein um die Fallschirmseide gegangen. Das nächste war ja das, man hat die Fallschirmseide nicht mehr gebraucht durch die Kunstfaser. Durch die Kunstseide einfach. Ja. In Geilsheim im südlichen Mittelfranken wurden schon gut 100 Jahre früher Maulbeerbäume gepflanzt. Die durften zu imposanter Größe heranwachsen.
Dort treffe ich Herbert Kolb, einen ehemaligen Förster und ebenfalls Maulbeerbaumliebhaber. Seine Botanikfreunde nennen ihn einen Maulbeerphilosophen. Was ist das Besondere da? Das Besondere da? Ja, dass die Bäume über 180 Jahre alt sind. Mhm. Und inzwischen hat sich ja schon rumgesprochen, dass unser edles Obst aus Asien kommt. Mhm. Das heißt, in Asien die Eiszeiten überlebt hat. Mhm. Und die Maulbeeren sind halt ein bisschen später gekommen. Und dann heißt es immer wieder, die wachsen bei uns nicht. Mhm. Ja gut, dann sage ich, fahrt nach Geilsheim und schaut es euch an. 180 Jahre gepflanzt vom Pfarrer Esebeck und stehen da und stehen in 100 Jahren auch noch da. Mhm. Und das ist der Beweis für mich eben, dass man die pflanzen kann, dass man mit der Holz produzieren kann, was für mich als Förster auch ein bisschen noch mitspielt, aber das Entscheidende für mich sind die Früchte und die Schönheit der Bäume und dann halt, dass das Kontakte zu Menschen schafft. Wenn ich mit diesen Bäumen umgehe, wenn ich mit Unterbäumen, mit Menschen Gespräche über Bäume führe, über Maulbeerbäume, dass das einfach Verbindung schafft. Verbindung zu Nachbarn, etwa im Heimatdorf Winzfeld. Von Herbert Kolb angeregt, haben sie Maulbeeren gepflanzt und können heute ernten. Rund um sein Haus und im Hof wachsen Maulbeerbäume, Ableger aus der ganzen Welt. Herbert Kolb besitzt ein 1826 vom bayerischen Staatsrat Josef Ritter von Hatzi verfasstes Lehrbuch über den Seitenbau, der sich allerdings auch damals schon nicht so durchsetzte. Herbert Kolb geht es heute in seinem selbst gepflanzten Maulbeergarten auch nur um die Früchte. Weiße und schwarze Maulbeeren gibt es. Man nimmt einen Regenschirm, ne, hält ihn drunter und dann schüttelt man. Und was da reinfällt, das müssten Reife sein. Reisen raus. Ich muss schauen, dass meine Weste keine Batze kriegt. Ja, kräftiger, der hält's aus. Schütteln. Ja. Vorwiegend mit dem Laub der weißfruchtenden Maulbeerbäume wurden und werden die Seidenraupen gefüttert. Die dunkel reifenden Maulbeeren sind schmackhafter und saftiger als die weißen. Und dann gibt es ja noch die ganz roten. Herbert Kolb mag sie alle. Also die Franzosen haben einen schönen Ausdruck, der heißt Cuvée, zu Deutsch gemischter Satz. Mhm. Bei den Maulbeeren machen wir das so, verschiedene Maulbeersorten, mal wegen weiße und rote. Und dann als Säurespender, um der Süße etwas Pfiff zu geben, nehmen wir selbstverständlich in Franken rote Johannisbeeren. Mhm. Maulbeeren werden zu Gelee, Marmelade und Sirup verarbeitet. Aber einzigartig schmeckt ihr frisch gepresster Saft. Zum Glück gibt es die starke Else für kleine Mengen. Den probieren wir jetzt. Ja. Oder? Prost. Prost. Was sagst du? Sehr gut. Im nahen Weißenburg stehen Maulbeerpflanzen vor Häusern und auf Plätzen. Sie stammen von Gerd Meyer, der eine Baumschule betreibt und ebenso wie Ernst Grefig und Herbert Kolb davon überzeugt ist, dass Maulbeerbäume hierzulande eine vielversprechende Zukunft haben. Wie viele Sorten hast du da von den Maulbeeren? Mittlerweile würde ich sagen Arten und Sorten über 200. Aus der ganzen Welt? Aus der ganzen Welt, ja. Gesammelt jetzt die letzten 10, 15 Jahre. Vor gut 10, 15 Jahren hat es angefangen, das waren die reinen Arten. Und mittlerweile ist es wie Sucht. Gerd Meyer ist auch außerhalb seines Biobetriebs ein engagierter Botaniker, der essbare Landschaften und Städte schaffen will. Mit den verschiedenen Maulbeerbaumsorten hat er viel Erfahrung gesammelt und vermehrt sie durch Veredelung. Ich mache hier jetzt auf der Rückseite diesen Schnitt. Mache dann auf der Rückseite hier so eine kleine Gegenzunge an. Dann hole ich da ein Edelweiß, was die gleiche Stärke ungefähr hat wie meine Mutter. Schneide dann da auch ein Triebstück raus mit zwei Augen. Dann mache ich jetzt den gleichen Schnitt oder ich probiere es. Und dann werden Unterlage und Edelreis zusammengefügt und mit einem Veredelungsband verbunden und befestigt. Nur die Schnittstellen müssen mit etwas Wachs geschützt werden. Von der Baumschule in Weißenburg gehen Maulbeerpflanzen aus der ganzen Welt in die ganze Welt. Und so haben die Bäume mit den süßen Früchten tatsächlich etwas Verbindendes, wie Herbert Kolb, der Maulbeerphilosoph, sagt.
Für Gerd Meyer schafft sie Verbindung auch zu Menschen, die ihre geliebten Maulbeerbäume aus der türkischen Heimat mit nach Weißenburg gebracht haben, wie Hüseyin Mutlu. Schon vor 20 Jahren hat er einen Maulbeerbaum in seinen Garten gepflanzt. Was macht ihr zu Hause aus der Maulbeere? Alle gleich essen oder nur essen? Kuchen oder? Nein, nur essen. Da sieht man es. Eine Schwarzfruchtende habe ich da drauf veredelt. Und die ist aus Armenien. Die Mutterpflanze aus der Türkei trägt weiße Früchte. Die sollen Heilkräfte haben, verrät mir Herr Mutlu zuletzt. Ich probiere. Bluthoch haben, Bluthochdruck. Oder, ja, Bluthoch haben, essen, Bluthoch runter. Die Türkei, die meine Große, meine Vater, meine Mama sagen, die Bluthoch, die essen, Bluthoch runter. Ja, Gespräche über Bäume unter Bäumen, sie bringen Menschen zusammen.